Nach Lucas Hernandez und Benjamin Pavard soll ein weiterer Bayern-Star seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Sein Berater, der soll sogar schon mit anderen Clubs verhandeln, um einen sofortigen Bayern-Abgang in diesem Sommer zu ermöglichen. Zudem gibt es ein Update zu Marcel Sabitzer nach seiner Leihe zu Manchester United und Lucas Hernandez, der hat gestern Abend seinen Medizincheck bestanden und möglicherweise wird heute bereits sein Wechsel zu Paris Saint-Germain verkündet. Da bekommt ihr von mir hier Details zu diesem Transfer. Aber bevor wir mit dem Video starten, lasst ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo für diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ja, welcher Spieler will denn unbedingt den FC Bayern München mit sofortiger Wirkung verlassen? Die Antwort ist Nasser Masraoui, denn er hat eine sehr, sehr durchwachsene Saison hinter sich. 26 Einsätze hat er beim deutschen Rekordmeister bekommen, ein Tor und 4 Vorlagen hat er in seiner ersten Saison beim FC Bayern München gemacht. Letztes Jahr ist er ablösefrei von Ajax Amsterdam gekommen und seither konnte er sich eigentlich auf der Rechtsverteidigerposition nie so wirklich durchsetzen. Dann kam natürlich noch hinzu, dass er sich bei der WM in Katar eine Herzmuskelentzündung zugezogen hat und dann war er auch in der Rückrunde lange verletzungsbedingt raus. Und auch unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel, der setzt ihn auch nur sehr, sehr wenig ein. Da beklagte er sich auch schon öffentlich, er sagt, er ist nicht mal die zweite oder dritte Wahl. Und genau deswegen berichtete der Kicker bereits in der vergangenen Woche darüber, dass der Marokkaner sehr, sehr gerne den FC Bayern München bereits in diesem Sommer wieder verlassen wird, obwohl er ja eigentlich noch einen Vertrag bis 2026 hat. Aber genau auf diese Meldung, da gab es jetzt nochmal einen Update vom italienischen Journalisten und Transferexperten Gianluca Di Marzo. Demnach soll es so sein, dass Nasser Masraoui wohl einen Wechsel in diesem Sommer absolut forciert. Denn sein Management, der soll den Spieler bereits bei anderen Vereinen anbieten, unter anderem auch beim italienischen Topclub Juventus Turin. Das würde grundsätzlich auch passen, denn Juve, die sucht nach einem neuen Rechtsverteidiger, aber wahrscheinlich wird das nicht Nasser Masraoui, weil man da bereits einen anderen Kandidaten in der Pipeline hat. Aber wie steht der FC Bayern München jetzt dazu? Grundsätzlich, wenn der Spieler gehen will, ist das natürlich schon mal sehr, sehr kritisch. Aber eigentlich hat man ihn als langfristige Alternative geholt. Man würde ihn wahrscheinlich auch nicht gehen lassen, denn mit Benjamin Pavard verlässt ja auch schon ein Verteidiger den Verein. Jedoch muss man natürlich dazu auch noch anmerken, wenn man jetzt Kyle Walker von Manchester City holen könnte, dann hätte man natürlich auf der Rechtsverteidigerposition einen Spieler, der auf jeden Fall gesetzt wäre. Und vielleicht kann man dann über einen Verkauf von Masraoui nachdenken. Möglicherweise auch sowas in Richtung Laie wäre, denke ich, auch eine Option, die man auf jeden Fall mal durchspielen könnte. Aber damit haben wir auf jeden Fall hier einen Spieler, der sehr, sehr unglücklich ist und den Verein wohl sehr, sehr gerne wieder verlassen würde. Was sagt ihr zu diesem Thema? Naja, kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Thema. Und das ist Marcel Sabitzer. Ja, wie ist die Position von Marcel Sabitzer? Man muss sagen, die Entscheidung ist jetzt auf Seiten von Manchester United gefallen. Sie werden ihn nicht verpflichten. Und damit wird der Spieler auf jeden Fall vorerst erstmal wieder zum FC Bayern München zurückkehren. Er hat natürlich auch noch längerfristig Vertrag, aber er wird den Verein wohl im Sommer verlassen. Wo es dann wirklich für ihn hingeht, das weiß man noch nicht. Der FC Bayern München möchte wohl ca. 15 Millionen Euro für ihn haben, das berichtet die Bild. Also nochmal ca. 5 Millionen weniger, als man damals an RB Leipzig überwiesen hat. Aber es ist ein Spieler, der wurde unter Nagelsmann geholt. Der hat unter Nagelsmann trotzdem auch nicht viel gespielt. Und man ist einfach im Mittelfeld überbesetzt. Und deswegen muss einer gehen. Und das wird wohl Marcel Sabitzer sein. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema, nämlich Lucas Hernandez. Der hat gestern Abend seinen Medizincheck bei Paris bestanden. Und damit muss man einfach so sagen, fehlt nur noch die Unterschrift. Es steht einem Wechsel nichts mehr entgegen. Man hat sich mit dem Spieler schon länger geeinigt, man hat sich jetzt auch zwischen den beiden Vereinen geeinigt, das war ja das, was noch ausgestanden hat und damit wird der 27-Jährige den FC Bayern München in Richtung Paris verlassen. Ja, er hatte ja noch Vertrag bis 2024 und genau deswegen ist der Preis, den man jetzt für ihn bekommt, schon nochmal deutlich geringer. Zur Erinnerung, er kam von Atletico Madrid in 2019 für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro. Der teuerste Verteidiger der Welt eine Zeit lang und dann immer noch der teuerste Transfer des FC Bayern Münchens bis heute, aber er wird den Verein wieder verlassen und da werden gerade mal 45 Millionen Euro fix von Paris nach München fließen. Das ist natürlich schon nicht so viel, aber diese Ablöse kann erfolgsabhängig doch zwischen 3 und 5 Millionen Euro ansteigen und wenn es dann irgendwie auf 50 Millionen Euro kommt, dann ist das, denke ich, eine Summe, ist es okay. Also es ist jetzt nicht so mega viel Geld, muss man ganz klar sagen,
aber es ist eine Summe, für die man auf jeden Fall dann ja schon mit Kim Min-jae einen Ersatzmann gefunden hat, denn da bezahlt man auch circa dasselbe. Und bei diesem Transfer, da könnte tatsächlich heute im Laufe des Tages eigentlich voll zugemeldet werden. Wie gesagt, es fehlt nur noch die Unterschrift. Es obliegt jetzt wirklich beiden Clubs, wann das Ganze offiziell gemacht wird. Möglicherweise wollen die Bayern auch noch ein bisschen warten, weil man parallel dann auch den Transfer von Kim Min-jae veröffentlichen möchte. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Jedoch ist dieser Wechsel von Lucas Hernandez definitiv fix. Was ist eure Meinung dazu? Gerne damit auch in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.